Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe gedacht, wo wir so Quarantäne haben, dachte ich mal, ich drehe mal ein Video über BWL, was ich davon halte. Jetzt kommt's. Falls ihr euch nicht für BWL motivieren könnt, dann müsst ihr immer nachdenken, bevor ihr in eine Handelsschule, eine Handelsakademie geht. Brauche ich diese Schule wirklich? Ist die überhaupt wichtig? Ist es gut für meine berufliche Zukunft? Was ich weiterhin machen will, hängt es damit zusammen? Diese drei Dinge solltet ihr vorher bedenken, wenn ihr in eine Handelsschule gehen wollt, um Betriebswirtschaft zu lernen, weil es da viel um Betriebswirtschaft geht. Vor allem, wenn ihr mal nachdenkt, so irgendwann das Fach BWL, Betriebswirtschaft, zu studieren. Also euch denkt, was bringt mir das? Wird mir das überhaupt noch nützen? Ist es eh wichtig? Also zum Beispiel Menschen, die sich selbstständig machen wollen, die können zum Beispiel BWL studieren. Ich habe auch manche Unterlagen von der Uni Wien mitgenommen, wie von der Messe von der Bestmesse, die vor 2, 3 Wochen stattgefunden hat. Die werde ich euch auch irgendwann zeigen, warum mich das motiviert hat, BWL zu studieren und warum ich jetzt jeden Tag hart BWL lerne. Wie ihr seht an meinen Notizen. Und ja, also genau, wie gesagt, es ist einfach ein schönes Fach für mich. Mir gefällt es recht wirklich gut, obwohl ich zwar 5 habe, aber ich werde mich dazu motivieren, diese 5 auszubessern und in einen Dreier zu verwandeln oder vielleicht in einen Vierer, wenn es geht, in eine positive Note zu verwandeln, damit jeder sieht, okay, der mag dieses Fach wirklich, dass er sich verbessert hat, anstatt sich faul zu lenzen. Jetzt lerne ich einmal hier meinen zerrissenen College-Block leider. Hier noch einen Schnellhefter, den ich euch irgendwann auch noch zeige, was ich da ausgefüllt habe, was ich da gemacht habe. Übungsblätter mache ich noch. Die Hausaufgabe zum Businessplan habe ich auch noch hier. Wir lernen gerade den Businessplan. Und ja, genau, hier ist auch noch ein Fallbeispiel, welches ich noch einmal durchgehen werde, welche Aufgaben ich noch einmal, noch einmal, noch einmal machen werde. Also ja, dieses Fach ist wirklich ein wichtiges Fach für mich, warum ich auch diese Schule noch weiterhin besucht habe und nicht abgebrochen habe letztes Jahr. Dazu kommt auch ein Video, wieso ich abbrechen wollte, wieso ich keine Motivation mehr hatte. Dazu wird auch ein Video kommen. Aber naja. Wie gesagt, also jetzt zum Beispiel, ich mache mich irgendwann mal selbstständig und eröffne zum Beispiel die Devran KG oder so. DP, Devran Polat KG, keine Ahnung. Und da muss ich irgendwie wissen, okay, wie gehe ich dabei vor? Bin ich überhaupt bereit, um das zu schaffen? Weil in Betriebswirtschaft geht es wirklich vor allem darum, dass man etwas Bestimmtes hat, ein bestimmtes Ziel hat, also risikobereit ist, ein bestimmtes Ziel hat, also ein bestimmtes Grundgerüst hat, um etwas aufzubauen, um selbstständig zu werden, nicht um etwas aufzubauen, um selbstständig zu werden. Und das ist zum Beispiel zuerst einmal die Rechtsform, die man haben will, die man für sich selber haben möchte. Ich will zum Beispiel irgendwann eine KG gründen, mit ich weiß zwar noch nicht was, ich will zwar mal ein bisschen auf YouTube Geld verdienen, weil ich schaffe, mit diesen Videos jetzt. Und ja, und dann vielleicht will ich irgendwann noch vielleicht etwa so Filialen aufmachen und so weiter mit meinem Restaurant, also so wie Türkis und so weiter. Ich will auch irgendwann mal Koch werden und dazu will ich auch selbstständig werden. Und ja. Und ja, also ein dritter Grund ist, weil ich es einfach mag. Also das Fach ist wirklich echt sehr spaßig. Du kannst echt vieles von deinem echten Leben rausholen. Zum Beispiel im Bereich FIBU. Das ist auch Betriebswirtschaft. Das ist zwar Rechnungswesen, aber naja, es ist ein Bereich. Doppelte Buchhaltung, wie du zum Beispiel, wenn du mal selbstständig bist, wenn du einen PKW kaufst, wie du das verbuchst. Wie du alles so chronologisch ordnest, ne? Deine ganzen Einkäufe, deine ganzen Verkäufe, deine Einnahmen, Ausgaben, alles. Also kannst damit dann auch irgendwie quasi auch variieren. Nicht variieren, das Wort war, Moment, naja, egal, ich blende euch dann ein, falls ich es finde, hier oben irgendwo. Und dann, ja, genau. Also Betriebswirtschaft ist echt ein gutes Fach für mich, hat ein anderes Gefühl, wenn ich den Unterricht betrete. Bei schweren Themen, okay, bei den Ge Gesellschaften und so, da war es mir wirklich mal langweilig, das muss ich zugeben, aber naja, egal, wurscht. Also mein Lieblingsthema war der Kaufvertrag. Naja, hier habe ich es. Wie geht's? Ja, man sieht's. Und naja, zum Beispiel, da werde ich auch alles machen. Ich erstelle gerade so Übungszettel für mich, dass ich irgendwann mal üben kann für meine Matura oder so, für alles, was ich üben will, für das Studium und so weiter, stelle ich jetzt schon Übungsblätter. Ich plane immer voraus. Ich bin ein Mensch, der immer alles vorausplant. Ja, ist zwar irgendwie sehr unnötig in der 10. Schulstufe, aber naja, ich überlege mir alles und mache einfach meine Mappe dann irgendwann ganz konzentriert. Heute vielleicht, keine Ahnung, fertig. Und ja, zum Beispiel im BWR, das Kaufvertrag, die Bestandteile, also zum Beispiel, welche Qualität was hat und welchen Einstandspreis etwas hat. Ich mal wieder zurück. Und ja, genau, also es gefällt mir alles, zum Beispiel zentrales Lager, dezentrales Lager.
welche Vorteile ich bei einem Lager habe, wenn es geordnet ist, welche Vorteile ich dann irgendwann habe, wenn es nicht geordnet ist. Also das alles interessiert mich wirklich, weil ich mich wirklich ja mal selbstständig machen will, mit meinem eigenen Kapital natürlich, ohne Hilfe von Eltern und so. Ich werde mir einfach einen Job als Bürokaufmann nehmen und dann, wenn ich mal das nötige Geld habe, das benötigte Geld, dann werde ich mich irgendwann selbstständig machen. Deswegen ist es ein Grund, für mich BWL zu mögen. Und ich hoffe für euch auch, Leute, die sich selbstständig draußen machen wollen, versucht BWL zu mögen, BWRR zu mögen, falls ihr in die Handelsschule geht, BWRR, falls ihr studiert, BWL. Also versucht es euch zu einem, wie sagt man dazu nochmal, zu einer Routine zu machen, jeden Tag eine ganze Stunde zu lernen, was ich auch ab jetzt machen werde, wegen dem Virus natürlich, was draußen rumlungert, werde ich mir dieses Buch jetzt immer hernehmen und anschauen, welche Themen ich nie verstanden habe, welche Themen ich immer gedacht habe, so langweilig. Da werde ich einfach einen Lernplan erstellen und einfach diese ganzen Themen wieder lernen, auch wenn es mich anödet. Und ja, irgendwann zu der Zeit habe ich gedacht, so okay, doppelte Buchhaltung ist langweilig. Dann denke ich mir so zurück, am Anfang war es spaßig, das habe ich dann versucht zu verbinden quasi mit dem jetzigen Stoff und so weiter, wie es war. Einfach genau lesen, Buchungssätze und so, genau. Buchungssätze genau lesen und dann schauen, wo vermindert es sich, wo vermehrt es sich. Ist es ein Soll und oder ein Haben? Ist es ein Erfolgskonto? Ist es ein Bestandskonto? Also immer gut überlegen und immer gut nachdenken und immer gut vorausplanen. Das war jetzt mit meinem Video. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und lasst noch einen Kommentar da, falls ihr es mögt. Und teilt das Video mit allen, die es nicht sehen wollen. Jetzt kommt auch ein Video zu Englisch, warum ich Englisch mag. Und genau, ja. Also das wird dann das zweite Video sein. Es ist dann auch unten verlinkt. Und meine ganzen sozialen Netzwerke sind auch in der Infobox verlinkt. Schaut unbedingt in die Infobox rein und klickt euch durch meine sozialen Medien durch, weil da bekommt ihr Neuigkeiten zu meinem neuen Kanal. Und ja, wie es vielleicht manche schon bemerkt haben, ich habe meine Haare geschnitten. Und genau, also das steht mir besser. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie es mit meinen Haaren ist und so weiter. Und genau, also das war's.